Im Ernst? Naja, ich habe noch nicht reingeguckt. Wieso reingeguckt? In dein Zeugnis? Nein. Du hast in dein Zeugnis nicht reingeguckt? Nein. Also du hast dein Zeugnis gekriegt und hast nicht reingeguckt? Nein. Hey, wie cool ist das denn, Mann? So geil, ey. Mike und Chick sind in derselben Klasse, doch ausstehen können die beiden sich nicht. Das soll sich jedoch ändern, als Chick zu Beginn der Sommerferien mit einem gestohlenen Wagen vor Mikes Tür steht. Die freuen sich dann irgendwie da doch an und dann der Chick klaut halt zusammen mit Mike ein Auto, so einen alten Lader, und da fahren die dann halt in den Sommerferien so ein paar Tage durch die Landschaft. Das ist eigentlich so erstmal die Geschichte, und die begegnen ganz, ganz vielen verschiedene Menschen und erleben ganz verrückte und berührende Abenteuer zusammen. Auf ihrer Reise begegnen die beiden Isa. Zuerst versteht sich Chick nicht mit ihr, doch bald muss er zugeben, dass sie gut zur Zweierklicke passt. Schon mal was von Ansaugen gehört. Ach, und was machen wir hier die ganze Zeit? Jetzt hau ab, Mann! Ist doch keinerlei Angsthasen. Wo habt ihr denn den Schlauch? Was wird das denn jetzt? Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Schlauchexpertin. Den Zuschauern wird eine unterhaltsame Roadmovie-Inszenierung geboten. Die Ortswechsel werden auf mediale Weise dargestellt. Ich experimentiere sehr gerne mit neuen Medienformaten und wir haben ein bisschen gespielt und dann überlegt, was können wir machen, und dann kamen wir auf diese Idee mit den Plastikfiguren, und das hat so gut funktioniert, und der Darsteller baut auch jedes Mal neue Welten auf. Also das ist ein wunderschön dynamisches Ding. Mit Themen wie Freundschaft, Liebe und dem Drang, einfach mal etwas zu erleben, spricht das Stück mit seinen starken Charakteren nicht nur Jugendliche an. Chick löste die Handbremse. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich nicht ausgestiegen bin. Du hast nicht geblieben! Hey, du musst keine Angst haben, ich fahre wie ein Weltmeister, wirklich, ich schwör! Dann trink doch mal wie ein Weltmeister! Wozu? Die Leute sehen doch, wo ich hin will. Und da ist sowieso keiner da, guck doch! Plötzlich waren wir auf der Allee der Kosmonauten. Die Allee der Kosmonauten ist vierspurig, jetzt kriegte ich endgültig Panik!